Und weiter geht's. Ich habe endlich mal wieder wirklich Zeit und ich bin nicht total im Arsch. Also es ist herrlich. Heute ist es echt herrlich. Ich habe schon ein Video für heute, es ist sogar schon gerendert und hochgeladen. Und jetzt habe ich endlich mal, ja, eine Stunde Zeit, also die zweite Aufnahme, glaube ich, hier noch hinten dran, um mich ganz gemütlich fallen zu lassen. Ja. In Fallout. Ja, vielleicht sogar 1,5 Stunden, wer weiß, wer weiß. Und das ist einfach, das ist edel. Einfach immer nur so eine halbe Stunde aufzunehmen und dann schnell, 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 das ist irgendwie scheiße. Cotsworth, pass auf, vielleicht kommst du da als Maschine nicht so leicht durch. Weil du so fett bist. Ja. So eine Fettwurst, so eine fette. So eine fett, gefettelte Fettfettel, gucken die an. Kotzi, kotzi. Entschärfen, ich wusste es. Das sind nämlich Bomben. Krass, Mann, wie ich da nicht drauf getreten bin, nicht hier. Das habe ich einfach kroche. Das habe ich kroche. Oh, Scheiße. Cotsworth, was? Wir haben 30 Minen! Okay, Konzi. Wir müssen. Was war das für ein Geräusch? Mal irgendwie ein paar Minen nutzen. Was denn? Habt ihr euch eure... Hallo? Ich bin nicht hier oben, aber irgendwie schon. What the fuck? Ich weiß, dass ich was gesehen habe. Könnt ihr mal zu mir hochkommen, bitte? Zurück an die Arbeit. Das ist doch lächerlich, oder? Guck mal, wo sie hingucken! Ich bin hinter euch! Vielleicht sollte ich besser meine Sensoren. Na, da muss ich euch halt so ausschalten. Was haben wir jetzt gesehen? Wie er weggerannt ist. Komm schon raus! Ich verspreche dir, dass ich dir nur ein Bein breche. Hier. Ach Gott. Ich glaube, der wirklich super. Okay. Die sind doch bescheuert. Ich schieße sie die ganze Zeit um mich und bringe ihre Leute um. Hallo. Ja, da ist nicht was im Busch. Das sollen die eigentlich denken, dass hier irgendwas im Busch wäre. Okay, Cotsworth, Cotsworth, Cotsworth. Kurz, kurz. Komm mit, Konzi. Vielleicht kommen die jetzt doch hinterher. Ach, es ist einfach lächerlich. Ich mach die jetzt halt alle um mit der Schrotflinte. Ich komme jetzt. John Rambo ist am Start. Ach, schieß doch auf mich. Schieß doch einfach auf mich drauf. Das macht mir nichts aus. Ich bin der Cotsworth, merkst du nicht, dass du... Wir wurden gerade ultra beschossen. Und er kommt zu mir wie so... Au, au, au. Er kommt zu mir wie so ein kleines Häschen. Hilfe, Hilfe. Die schießen. Aber er kommt, er macht nichts. Ja, du könntest den ganzen Tag vor denen davon laufen, ne? Ja, ja. Bist so ein Dödel, Cotsworth, wirklich. Die kommen aber auch nicht her. Du bist tot. Außer der eine Todesschütze da unten. Der meint, dass ich tot wäre. Ja! Also, wow! Immer schönes Live im Auge reisen. Nice, Cotsworth. Er hat einfach eine Maschinenpistole am Stissel. Leben geschossen. Das geht richtig schön ab hier unten. Machen wir mal ein Tänzchen mit denen, Cotsworth, ha? So, warte mal. 7. Und beides 18. Okay. Guck mal, wollt ihr vielleicht diese Mine haben? Ich habe hier eine Kreissäge, auf der dein Name steht. Ach, Cotsworth. Du bist eigentlich schon irgendwie cool. Hier. Ja, ne, bin ich nicht. Mein Arm. Hahaha, er ist gebrochen. Er ist in eine Mine gelaufen. Wie kann denn dein Arm gebrochen sein? Fuck. Oh, fuck. Das wäre fast ins Auge gegangen. Haben wir jetzt echt alles gegessen? Was es so zu essen gab? Krass. Finde ich irgendwie krass. Dass wir jetzt schon alles weggenascht haben. Schöner Abend für eine kleine Prügelei. Wo ist denn das her? Das kenne ich. Oh shit. Oh Cotsworth, oh nein. Ich dachte, du bist bereit für eine kleine Prügelei. Dann hockt er sich einfach hin und chillt. Macht ein bisschen Chillemille, der Kerl. Der andere ist weggeflogen hier komplett. Warte mal, haben die hier irgendwo wieder eine Falle hingekloppt?
Nee, wo ist denn der hin, der hier gemeint hat, ah, mein Arm, als ihm die Beine weggeflogen sind? I don't know. Das ist das Gleiche. Okay. Also es ging eben da hinten lang. Wahrscheinlich müssen wir da auch lang, aber ich will noch kurz hier alles abdecken. Fuck, ey. Ich habe immer grundsätzlich nach einer Erkältung, wenn dieses Abhusten dann vorbei ist, also nichts mehr da ist, dann gibt es bei vielen so, so einen starken Reizhusten. Also nicht stark, aber einen hartnäckigen, der sich einfach lange... Der sich einfach lange hält. Und das sackt schon ein bisschen. Das sackt schon ein bisschen rein. Es kommt da nichts mehr, aber ich muss trotzdem rumhusten. Naja. Das zeigt mir zumindest immer, dass ich eigentlich wieder gesund bin. Mein Hals ist halt dann einfach so angeschlagen, dass es noch so ewig lange geht. Das hatte ich früher nicht. Ich denke, es liegt echt daran, also an meiner Tätigkeit hier im Internet. Das hier ist. Diese Videos und sowas, dieses viele Geschwafel. Ich glaube, das ist wirklich, so, dass das da so ein bisschen mit reinspielt und gar nicht mal, also jetzt speziell was eine Erkältung angeht, gar nicht mal so positiv ist, weil natürlich die Heilung eine deutlich langsamere nur sein kann, weil ich ja andauernd täglich die Stimme nutze. Na, komm. Na, alle, na, alle. Schön. Kronkorken und Randeweh. Nur ein, war da ein Kronkorken drin? Da hat aber jemand kräftig gespart. Eisern. Wirklich eisern. Ja, vielleicht ist da irgendwas, komm. Wir gucken halt alles nach. Wir gucken alles nach. Ich weiß, das schätzt an mir. Das mache ich dann auch gern für euch, ne? Logisch. Da waren wir schon drin. Hier müsste jetzt irgendwo eigentlich auch die Vault kommen. Radiant Fever is coming, get me down oder so. Radiant Fever. Shitty, shitty. Da ist eine Nuka-Cola. Ah, noch Nuka-Cola Quantum. Gut, doch, ist doch so lecker. Cotsworth, oder? Cotsworth ist noch 8 Kilometer entfernt. Er hört mich gar nicht. Wenn ich jetzt um Hilfe rufen würde, wird er das gar nicht raffen. Du würdest einfach am Kopf kratzen und fragen, warum ich da aufgesplittert rumlieg. So, ach ja, du musst genau jetzt weggehen. Finde ich sehr höflich von dir. Die haben auch so einen Hang für diese Puppen. Zu den Puppen. Oh ja. Ah, das waren gar keine Puppen, what the fuck? Vielleicht peinlich, ich dachte, das wären zwei Schaufensterpuppen. Was ist denn da los? Ich weiß nicht, Cotsworth. Vielleicht solltest du mal schießen, um es herauszufinden, Conzi. Der Boss sagt hallo. Meine Schrotflinte sagt hallo. Boah. Sehr gut. Was? Meine Eier? Oder pack ich bei den Eiern? Meine Eier! Ah! Ich frag mich, was das, wie das so ist, wenn man wirklich in die Nüsse geschossen bekommt. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie krass der Schmerz sein muss. Da muss wirklich Wahnsinn sein. Außer man schraubt irgendwie nur so an der Haut vorbei, da durch die Haut durch, ohne was anderes zu treffen. Vielleicht ist es dann nicht so ultra tragisch, aber es muss unglaublich widerlich sein, wenn man einen Eierschuss bekommt. Ich denke, danach kommen direkt alle anderen unteren Regionen, also so die Hüfte und der ganze Kram im Bauch und Fett. Das ist bestimmt sehr unangenehm. Ich nasche mal eben. Danger. Tempering may lead to loss of life. Aha, okay. Einfach noch ein paar Nüsse da. Hallo? Außen stehen sie auch wieder Wachen, aber innen nicht. Leicht merkwürdig. Aufmachen. Warum ist das Ding nur so laut? Hallo? Cotsworth, warte doch. Da schießt offenbar jemand. Der steht direkt vor uns. Hier. Achso, ich hab die Mine immer noch ausgedrückt. Bitteschön. Kann er nicht mal in so einen reinlaufen? Danke. Shit. Nein, ich bin der Minenleger. Ich verstehe, dass Minenleger für dich vielleicht Abschaum sind, aber ich finde es echt sau cool, weißt du? Komm, jetzt klopfe ich dich auch mal. So! Ja, meine Augen, ne? Wie fühlt sich das an? Wenn man ins Gesicht geschlagen bekommt, ist scheiße, ne? Ich weiß. Das war meine Zuhälter-Pimpschelle. Ich hab die Schlüssel nicht. Ich hab die Schlüssel nicht.
Barracuda. Dam, da, da, dam, da, da, dam. Mhm. Oh yeah. Und hier haben wir direkt Non-Portable Water Access. Und hier haben wir direkt ein Vault-Tec Terminal. In dem haben wir wahrscheinlich alles erfahren, was in dieser Vault hätte geschehen sollen. Willkommen, Mitarbeiter. Einen Moment. Ja, das ist tarig. Ich glaube, das müsst ihr doch für euch vorlesen, durchlesen. Jetzt ist der Reizhusten gerade ultra on point. Das muss sich jeder für sich. Los geht's. Ich glaube, es geht. Nach vielen Monaten der Vorarbeit freuen wir uns sehr, die technischen und wissenschaftlichen Mitarbeiter im neuesten Komplex der Vault-Tec-Familie begrüßen zu dürfen. Vault 114. Wollen wir möglichst bald mit dieser neuesten Unternehmung beginnen, aber noch sind wir nicht so weit, dass wir die große Zahnradtür für die neuen Bewohner öffnen können. Ihnen ist vermutlich aufgefallen, dass wir hier für die Bauarbeiten externe Hilfe angeheuert haben. Das liegt an den Besonderheiten der Lage. Durch die Verwendung der ehemaligen Park Street U-Bahn-Station verringern wir nicht nur die Dauer der Arbeiten, sondern auch die Kosten. Zudem eignet sich diese Lage perfekt für die Beobachtungsstudien dieses Vaults. Dieses Vault, also der Vault. Zu dem wir später ein eigenes Memorandum verschicken. Ein eigenes Memorandum, das gehört. Bis zur Fertigstellung werden sich aus diesem Grund allerdings auch zahlreiche Zivilisten in diesem Bereich aufhalten. Es ist an Ihnen, die Sicherheit von Vault 114 zu gewährleisten und das Experiment vor neugierigen Blicken zu schützen. Der Feind hört mit und sorgt so für Ihre Entlassung und eine mögliche strafrechtliche Verfolgung. Nochmals herzlich willkommen, bla bla bla. Privat, nur für Wissenschaftsabteilung. Das ist extra so gekennzeichnet, aber da darf man halt nur nicht nur dann reinlesen, wenn es zur Wissenschaftsabteilung gehört. Das ist klar. Ich trinke noch einen Schluck. Warnung, dieses Memorandum ist nur für Mitglieder der Vault 114 Wissenschaftsabteilung und Personen mit entsprechender Freigabe bestimmt, SL4 oder höher. Alle anderen müssen dieses Terminal sofort verlassen, Kotschwörter gehen und den Verstoß dem Aufseher oder einem Mitglied der Vault-Tec Sicherheit melden. Vielen Dank, Sozialwissenschaftsabteilung. Wie bereits in Ihrer Einweisung erwähnt, ist Vault 114 für hochrangige Mitglieder der kommunalen und der Staatsregierung, lokale Stars und Geschäftsleuten sowie deren Familien bestimmt. Die zukünftigen Bewohner wissen, dass sie nur mit anderen Mitgliedern von Bostons Oberschicht zusammenwohnen werden. Allerdings wurden die Annehmlichkeiten dieses Vaults den zukünftigen Bewohnern stark übertrieben dargestellt. Mehrere Familien werden zufällig ausgewählt zusammen in einem Zimmer, in ein Zimmer-Apartment leben und wohnen müssen. Speiseräume und Badezimmer werden gemeinsam genutzt. Die Ausstattung ist minimal. Zudem suchen wir derzeit Kandidaten für die Position des Aufsehers. Unser Ziel ist es, jemanden auszuwählen, der keine Erfahrung in leitenden Positionen hat und zudem Autoritäten möglichst kritisch gegenübersteht. Die Personalabteilung hat gemeldet, dass es mehrere passende Kandidaten gibt. Oh mein Gott, wie crank. Indem wir den Bewohnern den Luxus und die Macht nehmen, die sie an der Oberfläche besaßen, können wir hoffentlich ihre Reaktion in belastenden Situationen beobachten. Vermeiden Sie es daher unbedingt, die Autorität des Aufsehers während des Experiments zu untergraben, selbst oder gerade dann, wenn das zu psychischen Beeinträchtigungen, Bloßstellungen oder Verletzungen bei den Bewohnern führen könnte. Vielen Dank, Vault-Tec Management. Ihr merkt, das ist echt krass, was Vault-Tec da gemacht hat. Uns haben sie eingefroren, wir waren die Kaninchen. Die Versuchskaninchen, an denen getestet wurde, wie so diese Einfrierungsgeschichte funktioniert. Hier wurde ein weiteres ziemlich krasses Experiment getrieben. Ha, das ist schon nice. Also, so darüber nachzudenken und diese Experimente an sich im Kopf durchzugehen, ist schon eine coole Sache. So Sozialexperimente, aber ja, wenn man dann wirklich mit am Start ist, ist das schon echt unangenehm, nehme ich an. Also, meine Frage. Warum zum Teufel würde jemand einen Vault in eine U-Bahn-Station bauen? Der Ort hier ist doch das Gegenteil von luftdicht. Weil die nicht vorhatten, ihn zu benutzen, Trottel. Vor dem Krieg haben wir ständig solche krummen Dinger abgezogen. Man schnappt sich ein paar Jungs aus der Gewerkschaft für den Baujob, der nie endet. So bleiben alle auf der Gehaltsliste. Ja, das sieht er jetzt wahrscheinlich, weil er ultra alt ist, ne? Ich glaube, Ghoul werden unendlich alt. Deswegen kann er noch vor dem Krieg sprechen. Oder von Zeit vor dem Krieg. Ich würde jetzt gerne einfach eine Mine zwischen beide legen. Das versuche ich jetzt nochmal kurz. Okay, wartet mal. 26, krass. Ja? Ach, scheiße. Bitteschön, Männer. Ach komm.
wieder ein Profi, wirklich. Oh, shit. Ja, ja, wir können jetzt ja die Stimpacks benutzen, haben wir gesagt. Da könnten wir auch mal reinskillen, dass die mehr bringen. Worin haben wir eigentlich geskillt? Darf das wahr sein, dass wir fast keine AP haben? Also wir haben fast keine... Ah, ja, klar. Um Gottes Willen. Wir haben fast keine Ausdauer. Und was noch? Wovon wir wenig haben? Ich hab's vergessen. Das, was ich eben... Nee, doch, das ist auch die AP, ne? Das sind die AP. Was brauchen wir denn noch zwingend? Wir haben das hier geskillt, wir haben das hier hochgeskillt und wir haben Schlossknacken hochgeskillt. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich langsam wieder in irgendwas anderes skillen. Ich werde jetzt hier mal mindestens einen Punkt in AP setzen. Irgendwo braucht man noch Level 21, um voranzukommen. Oder war es das hier? Nee. Doch, das hier war's. Die beiden. Ja, hier haben wir auch schon reingeskillt. Das ist auch eine coole Sache. Du verursachst jetzt 10% mehr Schaden im Kampf. Das ist sehr, sehr gut, sehr sinnvoll. Ich glaube, ich mache das auch einfach mal weiter. Wenn ich mich recht entsinne, hat sich auch noch keiner von euch für was anderes gemeldet. Also von wegen, oh, skill mal da oder dort rein. Deswegen werde ich es einfach so weitermachen, wie ich lustig bin. Aber ihr könnt nach wie vor gerne Tipps geben. Oh, okay. Das sieht ja lustig aus. Wer ist da? Ich bin euer Chef. Jetzt machen wir kalt. Ich bin Schiffe. Ali nix schuld. So. Ja, Cotsworth, geh doch mal ran, bitte jetzt. Geh einmal ran. Guck mal, Cotsworth. Look at this. Look at this, bruh. So geht's. Guck mal, so funktioniert's. Boom. Ja, oder du rein, oder? Genau. Quatsch. Oh, ich hab Cotsworth erwischt. Ungewollt. Vielleicht. Unter uns ist noch einer. Bam! Dragsack! Lego ein bisschen, ne? Macht das so wieder fett. Also wortwörtlich fett, wir werden dann so schwer. Ist da drüben vielleicht was? Nee, ne? Wo ist denn der Kotzi? Ich kümmere mich darum, Cotsworth. Hallo? Einfach von hinten umgemockt. Noch einer. Hallo. Boah, Cotsworth, nicht mich anzünden. Bitte. Das macht keinen Spaß, wenn du mich anzündest, gell? Okay. Okay. Ah ja, genau, hier muss man sich runterfallen lassen, ich erinnere mich. So. Zack. Ich bin froh, wenn noch ein paar Tage vergehen und dieser Reizhusten dann weg ist. Das sagt ich immer am meisten. Ihr müsst euch keine Gedanken machen. Also es ist, ist wirklich nicht mehr schlimm. Es ist einfach nur dieser, so wie jetzt auch, ein Reiz da. Gut, ein bisschen was geht auch noch ab. Hinten im Hals. Aber ja, dieser Reizhusten, das sagt einfach so an. Das ist das gleiche Terminal wie vorhin. Okay. Scheinbar haben die das Memo gar nicht gelesen. Sonst wüssten sie ja... Warum das hier so gebaut wurde. Sie haben ja schon gerätselt, warum das da wohl reingebaut wurde. Aber dann frage ich mich tatsächlich, ob er recht hatte mit diesem... Also ja, das ist ja undicht. Und er sagt, ja klar, sowas haben wir früher immer gedreht. Die wollten das eh nicht benutzen. Ist das jetzt die Wahrheit oder... Oder doch nicht. Mir ist klar, dass es wirklich schon so sehr, sehr viele Bauunternehmen gab. Die... Auch von der Mafia zum Beispiel. Die haben sehr, sehr viel so Zeug gemacht. Ihre Leute angestellt und... Dann irgendwas gebaut, was man eh nicht braucht. Oder was nur von ihnen genutzt wird und so weiter. Und das ist aber anderweitig ausgegeben. Aber jetzt speziell die Vault hier. Ich meine den Vault. Ha. Ich weiß ja nicht. Hallo. Na, Valentine, wie geht's? Da oben steht ein Dino. What the fuck? Nun haben zu essen. Laber nur weiter, Fleischklops. So hat Skinny Malone mehr Zeit, sich zu überlegen, wie er die... Werde ich fickt, wenn ich verschwunden bin. Halt mal, erzähl mir, Valentine. Du hast doch keine Ahnung von irgendwas. Tatsächlich? Ich habe gesehen, wie er deinen Namen in sein schwarzes Buch geschrieben hat. Mieser, kleiner Kartenbetrüger. Tja. Ist das etwa unser Detektiv? Könnte sein. Er war ja.
Dann hat er den Namen dreimal durchgestrichen. Dreimal durchgestrichen? Im schwarzen Buch? Aber, oh nein, das muss ich gerade biegen. Und zwar schnell. Ja. Dino. Ach, scheiße. Was hab ich dem Zeug gemacht? Was war das für ein Geräusch? Ich muss mich mal locker machen. Ich ja, mach dich mal locker, Dino. Was? Verreck in der Hölle! Was? Wow, 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 mein Sohn. Drückst aber ganz schön hart rein, ne? So, Dino, guck mal hier. Pass mal auf, critical für dich, mein Sohn. Eng. Oh, shit. Weiter geht's. Boah, der ist richtig schön weggeflogen. So richtig Mafia-mäßig. So. Ah, Moment. Wir müssen noch kurz was machen, oder? Geschafft. Hey, du da. Ich weiß nicht, wer du bist. Aber wir haben 3 Minuten, bevor die sagen, dass der dämliche Muskelberg nicht wieder zurückkommt. Mach die Tür da auf. Ja, moin, Valentine. Erstmal vielleicht noch unterhalten. Oh, da steht eine Puppe, eine Wackelpuppe. Die darf man nicht vergessen. Du musst das Terminal da hacken, yeah. Um die Tür zu... Ich brauche eine Tech, ich habe doch Passwort, Dummkopf, Nummer ziehen. Ihre Nummer ist 998, bitte warten Sie, bis Ihre Nummer aufgerufen wird. Der Aufsager wird sich dann um Sie kümmern, wir wünschen Ihnen eine gute Gut. Sowas von egal, aber auch echt dreist, ne? Also, gerade für jemand reiche Schnösel, Borge ist halt natürlich schon die Laune nicht mehr vorhanden. Strahlender Ritter. Aber die Frage ist doch, warum kommt er den weiten, gefahrvollen Weg, nur um einem alten Privatdetektiv zu helfen? Ich suche einen Mörder. Ich verfolge einen Mörder. Der Mistkerl hat meine Frau erschossen und meinen Sohn entführt. Ich weiß nicht einmal, wer er ist oder wohin er verschwunden ist. Du brauchst also einen Racheengel, ja? Nun, normalerweise ist Blutgeld nicht mein Ding. Aber da kann ich wohl mal eine Ausnahme machen. Yeah. Ich sitze hier seit ein paar Wochen im Bau. Hat sich herausgestellt, dass die vermisste Tochter, die ich suchte, gar nicht entführt wurde. Sie ist Skinny Malones neue Flamme. Ah. Und sie ist ein fieses Miststück. Aber egal. Du hast ein Problem und ich helfe gerne. Aber nicht jetzt. Wir müssen hier raus. Dann reden wir. Ja, moin. Okay. Verdammt nochmal. Ja! Ja! Dauerhaft 100 Krokodile mehr. Warte, warte. Vertrieben wurden. Dann fanden sie diesen Ort. Keine Ahnung, was mit den alten Besitzern passiert ist, aber Miete kassieren sie keine mehr. Ein leerer Vault. Das perfekte Versteck. So, also, Vault-Tec. Was haben wir hier? Willkommen, Aufseher. Ich hoffe, es geht Ihnen gut und der Wechsel in die neue Position ist für Sie problemlos verlaufen. Ihre Ernennung zum Aufseher ist aufgrund Ihres hervorragenden Abschneidens in unserem Auswahlverfahren zustande gekommen und wir alle hoffen, dass Sie die in Sie gesetzte Erwartung erfüllen können. Machen Sie sich aber bitte keine Gedanken, denn wir haben Sie aufgrund Ihrer natürlichen Stärken, Ihrer Führungseigenschaften und Ihrer einzigartigen Persönlichkeit ausgewählt. Wir glauben, dass Sie perfekt dafür geeignet sind, um diesen Vault in die neue Welt zu führen, die der Atomkrieg mit sich bringt. Also, keine Sorge. Entscheiden Sie einfach nach Gefühl, dann wird schon alles klappen. Hier sind die Einstellungsgespräche, cool. Dies ist Vault-Tec Interview 87. Für die Position des Aufsehers von Vault 114. Der Bewerber hat sich geweigert, seinen echten Namen zu nennen. Stattdessen hat er nur den Namen Suppendosen-Harry angegeben. Ganz richtig, ich sag euch gar nichts. Mein Name ist mein Name und nicht der Rang und die Nummer, die mir die Regierung aufgedrückt hat. Oh, das wird der Aufseher. Faszinierend, Mr. M. Suppendosen. Können Sie mir erklären, wieso Sie der Regierung nicht trauen? Ich habe gesehen, wozu die in der Lage sind. Halten die Arbeit mit jeder Menge Bürokratie auf, klauen einem jeden hart verdienten Cent aus der Tasche und verprassen das Geld dann für ihre Illuminaten-Freimaurer-Sexpartys. Ich bin ein freier Mann. Ich sollte so leben können, wie ich es für richtig halte. Die Straßen und Gassen und Müllcontainer wurden auch mit meinen Steuern bezahlt. Also schlafe ich, wo ich will. Sir, laut unseren Aufzeichnungen haben Sie seit Jahren keine Steuern mehr bezahlt.
Ich hab gesehen, was auf der Rückseite von diesen Abraxo-Verpackungen steht. Nicht zum Verzehr geeignet? Sagt ihr nicht, was ich machen soll. Ich esse, was ich will. Sir, Sie könnten der perfekte Kandidat sein. Wie würde es Ihnen gefallen, der neue Aufseher von Bord... Ich hab ganz bestimmt keine verfluchte Krawatte und auch keine Hose. Oh mein Gott, der perfekte Anwärter. Keine Krawatte, keine Hose. So was wünscht man sich doch als Anführer. Nein. Nein. Krass! Okay, wir haben noch weitere Aufzeichnungen. Ich weiß nicht, ob wir die nicht erst einfach später hören sollen. Es wird gerade so voll hier. Wie hieß das nochmal? Wie hießen die Einstellungsdinger oder? Ich habe Einstellungs, oder? Nee. Fuck. Wie hießen denn die Teile jetzt? Ah, hier. V. 87 haben wir eben gehört. Dann hören wir jetzt mal 21 an. Dieses Vault-Tec Interview 21. Für die Position des Aufsehers von Vault 114. Bewerberin ist Kimberly Weiss. Hallo, Mrs. Weiss. Wie geht es Ihnen? Und darf ich kurz anmerken, was für eine große Ehre es ist, dass Sie mich überhaupt für die Position eines Aufsehers in Betracht ziehen? Seit ich als kleines Mädchen Regierung gespielt habe, träume ich davon, eines Tages die Gelegenheit zu bekommen, eine Gemeinschaft zu wahrer Größe zu führen. Meine Lehrer haben mir immer gesagt, dass ich Führungsqualitäten besitze. Und ohne mein Einhalten als Vizepräsidentin des Schülerrats wäre der Kuchenverkauf bestimmt gescheitert. Allein der Gedanke, diese kleine Gruppe zu führen, ihnen einen besseren Weg zu zeigen, sie in eine glänzende Zukunft zu führen. Meine Güte, die Zeit ist schon vorbei. Meine Güte, raus mit ihnen. Was? Raus. Wir haben doch gerade erst angefangen. Ja, ja, danke. Könnten Sie auf dem Weg nach draußen bitte den nächsten Kandidaten reinschicken? Oh, natürlich. Hatte ich schon erwähnt, dass ich Vorsitzende meines Debattierteams war? Ja, sehr schön. Danke. Hier ist im Eimer. Mal sehen, ob ich sie aufbekomme. Komm schon, Valentin. You can do this, Valentin. Fast geschafft. So, jetzt. Das geht deutlich einfacher, wenn das Schloss nicht auf der anderen Seite ist. Gut gemacht, Valentin. Können wir das andere auch noch an. Hab ich jetzt Bock drauf. Dies ist Vault-Tec Interview 3 für die Position des Aufsehers von Vault 114. Bewerber ist Benjamin Beasley. Mr. Beasley, wie würden Sie als... Moment. Aufseher von Vault 114 einen Streit zwischen zwei Vault-Bewohnern schlichten? Naja, ich würde das Ganze an die entsprechenden Stellen weiterleiten. Vorausgesetzt natürlich, dass keins der Anliegen gegen das Gesetz verstößt. Außerdem müssten sich natürlich bereits alle anderen Mitglieder des Vault-Bewohnerrats, den ich einführen werde, mit der Angelegenheit beschäftigt haben. Vault-Bewohnerrat, sagen Sie? Ja, natürlich. Leute brauchen eine Regierung. Sie sehnen sich danach. Ich glaube, es ist die Bürgerpflicht eines jeden anständigen Amerikaners zu... Ja, ich glaube, wir haben genug gehört. Vielen Dank für Ihre Zeit. Oh, so schnell? Nun, ich hoffe, ich werde bald von Ihnen hören. Ja, das werden Sie sicher. Bitte vergessen Sie nicht, vor dem Gehen unsere Verschwiegenheitsverpflichtung auszufüllen und zu unterschreiben. Nächster Eimer. Dude. Okay, nice. Also, das ist einfach cool, was hier alles eingebaut ist. Man hat jetzt feststellen können, dass der coolste von allen eingestellt wurde, ganz klar. Der kritischste, der höchstwahrscheinlich gegen diese ganzen, oder der diesen elitären Leuten am ersten aufstoßen wird. Shit. Achso, Cotsworth. Ja, komm. Hallo? Wo ist der? Kotzi! Jetzt ist der Bock nicht da. Super. Müssen wir etwas weglegen. Können wir vielleicht noch irgendwas bei Kleidung weglegen? Die zwei Dinger. Ach, so ein Maulkorb. Kann ich den tragen? Okay. Habe ich die Hunderüstung nicht dem Ding gelassen? dem Hund gelassen? Komm, die schmeißen wir weg. Dann geht's weiter.
Hey, hey, hey. Ja, jetzt labert da im Hintergrund der Cotsworth. Hey, hey, hey. Ich bin auf einmal doch da. Oh, komm. Okay, shit, ich hab die andere ausgewählt. Er chillt. Er chillt einfach. Hallo. Du chillst aber nicht irgendwie, ne? Der ist echt stark unterwegs hier, der Kollege. Doch nicht. Also nicht, dass das eine Option wäre. Was wäre nicht eine Option? Ja, genau, ich habe aus deiner Leiche gespuckt. Und das mache ich mit dir auch, wenn ich gleich bei dir bin, du Sack. Wo bist du? Oh, voll viel Whisky. Das sind ja auch Banditen, ne? Die trinken halt Whisky. Wer hat diesen verdammten Vault gebaut? Ein Fitnesstrainer? Du bist so lustig, Nick. Stopp, Nick, warte kurz. Nick, die Folge ist vorbei. Warte, die Folge ist vorbei, Nick.